So, da sind wir wieder zurück. Ich habe gehört, ihr habt Bock auf eine nächste Folge. Deswegen gehen wir wieder rein bei Enshrouded. Was ist denn hier los eigentlich? So. Was steht heute an? Der Sonnentempel. Ich habe mega Bock. Vielleicht kriegen wir mal eine neue Waffe oder so. Haben wir zwar jetzt gerade erst letztens, aber irgendwie gefallen die mir noch nicht so ganz. Eine Kiste. Mit einer Bombe, die wir nicht benutzen werden, weil die viel zu schwach ist. Ja. Irgendwie kommt meine Kamera heute mit dem Weißabgleich nicht klar. Aber egal. Die kriegt das schon geregelt, wa? Die Flamme. Also, wir schauen uns mal an, was es hier so gibt. Außer Schutthaufen nicht viel, aber ich finde die Atmosphäre ziemlich geil. Nice. Na gut, man muss nur hoch genug bauen, ne? Und dann gut ausleuchten. Guckt euch mal an, wie das aussieht hier. Gut. Unser neues Ziel, dass das so aussieht bei uns zu Hause. Aber dafür müssen wir mal eine Baufolge einlegen. Und da hat gar keiner Bock drauf, ne? Ich kenne euch doch. Nur sehen, wie es weitergeht hier. So. Wir scheißen mal auf diesen ganzen Loot-Quatsch hier. Weil wir haben so viel Zeug zu Hause. Wir müssen erstmal ein bisschen weiterkommen, damit wir das alles verkraften können. Wie zum Beispiel. Ach, ich habe da gesagt, wir hören jetzt auf damit. Wir trotzdem so einen Angriff durchgeht, ja? Den Sprungangriff benutzen, ne? Na endlich, Alter. Ich weiß gar nicht, warum die so tough sind alle. Also du bist ja auch noch da. Nein. Jetzt habe ich einen Trank genommen. Die sind doch so rare. Warum tust du das? Drück den Schalter. Drück den Schalter. So, wir müssen glaube ich noch zwei Schalter, ne, einen Schalter holen hier auf der Ebene. Wo sieht man das nochmal? Ach du Scheiße. Er kriegt natürlich gar keinen Schaden, der Kollege. Der falsche? Falsche Richtung, mein Freund. Jetzt ist Schluss hier. Was brauchen wir alles nicht? So, hier gab es jetzt gar nichts. So. Oh. Was für ein schönes Bild. Scheiß Käfer, Alter. Keiner kann euch leiden. Keiner kann diese Käfer leiden, oder? Also, weiß ich nicht. Gesehen, wie viele Schläge ich gebraucht habe, nur für den Bogenschützen? Entweder habe ich irgendwas vergessen zu skillen. Wir schauen nochmal schnell rein. Fähigkeiten. Zwei Stück haben wir. Da kommen wir nicht hin. Blockt Nahkampfschaden. Oh, zweiter verursacht. Schaden. Ja, das können wir uns natürlich nicht leisten. Großartig. Über die Gesundheit und Nahkampfschaden pro Attribut. Ja, das müssen wir doch hier alles mitnehmen. Weil sonst wird das nichts. Sonst wird das nichts. Können gleich hier runterspringen, oder? Ja, finde ich außen rum. Hier war irgendwo noch eine silberne Kiste, wenn mich nicht alles täuscht. Hier.
Keine Dietriche? Sag mal. Ach so. Oh. Wir haben ja unseren Grabstein noch da hinten. Entschuldigung. Alter, dieses Drecksvieh dann so reingehauen, ey. Was war los? Es tut mir wirklich leid, ich muss relativ oft husten, weil ich habe aufgehört zu rauchen, tatsächlich. Und jetzt ärgert sich natürlich im Innern jemand, dass man den nicht mehr mit Nikotin versorgt. Wer das auch kennt, ja, das ist schon ganz schön scheiße. Aber auch gut, weil... Warum ist denn hier so dunkel? Ja, warum? Achso. Mann, der Kettenblitz, der war immer so krass. Leute, wenn man sich daran erinnert. Na, ja, zumindest gibt's auch nicht Pfeile. Worauf ich eigentlich hinaus will? Ach scheiße, hier ist wieder so ein rotes Vieh. Ist, dass wir gestern schon eine Aufnahme gestartet haben, oder ich, ja, aber ich gestern nicht, sagen wir mal so, in der besten Verfassung war, nachdem ich aufgehört habe zu rauchen, eine Folge aufzunehmen. Da hat mich hier jeder Gegner frustriert ohne Ende und das hat man auch in der Aufnahme gehört, deswegen. Und da, wo ich gestorben bin, wo der Grabstein da so schön leuchtet, war die beste Stelle und da... Habe ich gedacht, na dann nehme ich lieber morgen auf. Nachdem ich beim Schimpfwortfilter wahrscheinlich für immer durchfalle. Bin ich ganz sicher, wegrennen war immer das Beste, oder? Aua. Sind hier auch noch so ein paar Kasperköpfe. Die lassen wir mal schnell aus. Die haben wir ja gestern schon gemacht, also zumindest ich. Oh. Endlich haben wir die Hose von unserer tollen Rüstung. Hey. Lass mich raten, war das jetzt der Tempel hier oder was? Was war's? Wegen der Hose waren wir jetzt hier. Das habe ich nicht gesehen. So, wir können schnell mal die... Wo bin ich denn hier? Wir können schnell mal die Hose anziehen. Mann, da haben wir Sange gesucht für die Hose. Ich habe schon gedacht, die gibt es gar nicht mehr. 18 Ausdauerpunkte, 2 Gesundheitsregeneration. Das ist doch toll. Die können wir hier... Wir haben jetzt voll die coole Rüstung, ne? Löschen... Also so ein bisschen erinnert es mich an... Ja, wie kennt ihr das, wenn euch das Spiel nicht einfällt, woran es euch erinnert? Aber ich werde euch erleuchten, sollte es mir wieder einfallen. Ich komme aber tatsächlich gerade nicht drauf. Piranha Bytes Games, die haben ja nicht so viele Spiele.
Was habt ihr nun davon, wenn ihr mir einfach so ins Gesicht fliegt? So. Lass mich raten. Oh. Bronzeschwert, bloß halt in cool, ne? Das hatten wir ja auch vorhin. Lass mich raten, der Tempel ist jetzt wieder resettet. So wie gestern. Jetzt ist diese verdammte Tür nicht mehr offen. Doch, wir haben Glück. Gestern war das nämlich. Da waren die Schalter schwarz und die Tür hat gold geleuchtet, so wie da oben. Wir schleichen uns einfach hier durch. Dann sieht uns keiner. Da ist noch so ein Teil. Warum haben die eigentlich so eine OP-Viecher jetzt reingenommen, ne? So, da hinten war noch ein Räumchen. Lass mal, wir waren hier schon, ne? So, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass wir jetzt nur unser Zeug geholt haben? Wegen der goldenen Kiste da drin waren? Und hier jetzt einfach gar nichts weiter ist? Ist hier irgendwas aufgezeichnet? Wir müssen doch eigentlich irgendwann mal hier rauskommen, oder? Dann habe ich mich schon wieder verlaufen. Das heißt, wir haben hier die Tür aufgemacht, ja? Jetzt haben wir wieder diesen Drecksbogen. Warum ist ja eigentlich jede Tür mit Dietrich hinzu? I don't know. Und dann gibt's hier nichts mal. Oh. Jetzt mal alle, die hier rumrennen. Hat er eine große? Ne, die andere hat eine große Seele, oder? Die lohnt sich nochmal einzupacken. So, wir haben jetzt die liegende Schnitte hier weggemacht. Jetzt gehen wir doch nochmal hier kurz rein. Hier gab es jetzt nichts. Außer die krasse Kiste. Das sehe ich richtig. So. Dann hatten wir aber die Türen hier. Dann hatten wir aber die Schalter hier angemacht. Links und rechts. Hier. Boah, Junge, Alter. Und dann ging es ja nicht mehr weiter. Oder? Aber hier ist noch so ein Vieh. So, und der zweite Schalter, der hat dann das aufgemacht. Und dann sind wir hier wieder rausgegangen. Und das war der Tempel, oder nicht? Oder bin ich jetzt stupid? Ach man, ihr spawnt doch mal wieder, ja. Ja, das war doch ein toller Tempel. Ich, wenn ich irgendwas übersehen habe, dann schreib's mir doch gerne in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung. Gab's hier nicht noch mehr? Warte mal, hier war doch auch irgendwo. Wahrscheinlich ist das der eigentliche Sonnentempel, wo es dann tatsächlich weitergeht. Aber hier geht's ja noch nicht rein. So.
Können wir nicht von hier fliegen? Können wir nicht von da rüber fliegen? Und dann laufen wir einfach rüber? Ja, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Hm? Das probieren wir einfach aus! Oh Mann, bin ich müde. Ich habe trotzdem 10 Stunden geschlafen. Erstmal einen schönen Schluck Kaffee. Der Scheiß ist markiert. Jetzt weiß ich wieder, warum wir hier nicht rübergeflogen sind. Entschuldigung. Was meint ihr? Schaffen wir das da irgendwo rauf? Klar, Brudi. Naja. Ich denke mal nicht. Wir müssen, glaube ich, eh... Hier ist auch ein Sonnentempel. Was ist denn dit? Naja, dann machen wir jetzt mal ein paar Sonnentempel hier. Da hinten leuchtet es so rot. Da habe ich schon wieder Angst, dass wir da drin laufen und... Und hopp sie hin. Ja, falls jemand sich überlegt hat, diese roten Viecher zu jagen, die immer zu rumrennen und man gar keinen Schaden gegen macht, nehmt diesen Giftschaden dagegen mit. Diesen Zauber. Säurebiss quasi. Der scheppert mich richtig gegen die rein. Ja. Aber ich bezweifle, dass überhaupt jemand sich dieses Video angucken wird, weil irgendwie gefühlt Enshrouded gerade am Untergehen ist. Also zumindest interessiert keinen, wenn man das Spiel spielt. Aber mich stört das nicht. Ich spiele das noch durch, bis ich es fertig habe. Mir macht es ziemlich Spaß. Das heißt, wir probieren jetzt, ohne zu reparieren, noch einen Sonnentempel zu machen. Jetzt ist es doch das nördliche Karawanenlager. Ja, so viel Zeit habe ich heute gar nicht eigentlich. Wir schauen aber schon schnell mal um hier. Vielleicht gibt es da hier wieder ein paar Baublöcke versteckt oder so. Oh, was haben wir denn hier? Ein Sandstein. Und ein Dietrich. Perfekt. So, das war das Karawanenlager. Dann müsste es ja drinnen richtig abgehen eigentlich. Dafür, dass das Schwert gar nicht so... Och, nö. Warte mal, ich muss gleich mal schauen, ob ich hier den Miasma-Schaden oder sowas auch mit dem Schwert habe. Das würde natürlich gar keinen Sinn ergeben, weil das ja alles Miasma-Viecher sind. Naja. Hier können wir nochmal alles reparieren lassen. Das ist ja nett, dass wir das hier hingestellt haben. Super. Die Flamme leuchtet schon mal. Ich hoffe, das ist jetzt der richtige Sonnentempel. Bumm. Könnten nicht so auch die Lampen... Ach, hier gibt es noch eine Flamme. Also... Ich weiß ja nicht, wofür man die Flammen noch braucht, aber... Oder die Funken. Wir haben auf jeden Fall einen ganzen Keller voll mit den Funken jetzt. So. Hier gibt es schon mal eine Tür, wo man ein bisschen ackern muss. Wir teasen hier schon mal vor. Ich will jetzt nämlich heute nur eine super kurze Folge raushauen, weil ich habe super, super wenig Zeit. Aber schön, dass ihr dabei wart. Muss jetzt die Flamme ausgehen. Achso, weil ich es in die Tasche getan habe. Sehr gut.
Ja, schön, dass ihr wieder dabei wart. Ihr könnt euch schon mal auf die nächste Folge freuen. Da gehen wir nämlich exklusiv nur in diesen Tempel rein. Denke ich mal, dass der relativ gigantisch ist. Kann mich natürlich auch irren. Wenn er nicht so groß ist, dann gehen wir auf jeden Fall zu dem wissenschaftlichen Instrument, machen das Fragezeichen hier weg und dann ist hier auch eigentlich relativ viel erkundet. Vielleicht gehen wir auch von dort noch weiter und holen die Imkerpfeife, dann ist der ganze Quatsch endlich mal erledigt. Dann können wir auch weiter alles craften, was wir so brauchen. Und ja, haben wir jetzt hier einen Schnellreiseort eigentlich? Natürlich nicht. Aber wir sind ja fast in der Nähe, ne? Hier ist ja unsere Mine, wo wir Zink ernten. Da hätten wir hier weiterspielen können. So, ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Und wie immer, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bye.